Heute gab es zwei interessante Beiträge zum Thema triple-negativer Brustkrebs, also dreifach negativer Brustkrebs, eben Hormonrezeptor-negativ, HER2-negativ. Da stellte Professor Peter Fasching aus Erlangen aus der neoadjuvanten Gepa-Quinto-Studie eine Subgruppenanalyse vor mit triple-negativen Brustkrebspatientinnen mit BRCA1 und 2 Mutationen. Es wurde die Frage gestellt, kann der Status BRCA1 oder 2 das Ansprechen auf die Therapie voraussagen? Und die zweite Fragestellung war, kann das Ansprechen die Prognose beeinflussen? Mhm. Herr Professor Lux, was haben Sie dazu zu sagen? Das ist eine ganz spannende Untersuchung, weil man hat sich nochmal die Studie mit der Gepa-Quinto angeschaut. Das waren ja Patientinnen, alle triple negativ, die Chemotherapie mit Bevacizumab, dem Angiogenesehemmer, bekommen haben. Und da hatte man sich angeschaut, wie viele Patienten eine Mutation BRCA1 oder BRCA2 haben und hat dann nochmal Subanalysen gemacht nach Mutationsstatus. Dementsprechend also ein spannendes Konzept, sich so eine Studie nochmal so anzuschauen. Und hier zeigten sich unterschiedliche Dinge. Manche, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen verwirrend, sie genau einzuordnen. Was zum Beispiel sehr spannend war, ist, dass die Mutationsträgerinnen eine deutlich höhere Ansprechrate auf das Bevacizumab gezeigt haben. Und hier war die pathologische Komplettremission, das heißt, dass der Pathologe im Präparat am Ende sagt, ist kein Tumor mehr da, von, 28 auf über 60% erhöht worden. Dementsprechend ist natürlich unsere erste Frage, wie können wir das biologisch erklären? Vielleicht einfach dadurch, dass im Rahmen der Bevacizumab-Therapie im Gewebe eine Sauerstoffunterversorgung stattfindet. Sauerstoffunterversorgung, Hypoxie, führt zu mehr Schäden an der DNA. Und gerade Mutationsträgern, BRCA1, 2, haben ja durch die Mutation ein Problem, DNA zu reparieren, dass dadurch die Chemo einfach effektiver ist. Sehr spannende Daten. Das zweite war die Frage, wie schaut es aus, wenn die eine Komplettremission haben? Lässt sich das auch in ein verbessertes Überleben übersetzen? Bei den Nicht-Mutationsträgern sah es schon sehr gut aus, dass man da sagen kann, pathologische Komplettremission bedeutet, die Patientin hat eine durchaus bessere Ausgangssituation fürs weitere Überleben. Bei den Mutationsträgerinnen war dieser Unterschied nicht ganz so groß und auch nicht signifikant. Das heißt, bei denen wissen wir noch nicht, leider, ob die Komplettremission bedeutet, dass sie auch länger krankheitsfrei lebt. Was wir also immer mehr sehen durch diese Subgruppenanalysen, dass gerade beim triple-negativen Brustkrebs, der ja noch vor einiger Zeit sehr schwer behandelbar war, dass man heute immer mehr Möglichkeiten hat, ganz individuell auf die Patientin einzugehen. Es ist Schwerpunkt eigentlich vieler Studien, vor allem in der neoadjuvanten und metastasierten Situation. Und wir versuchen aktuell, die optimale Therapie zu bekommen. Es zeigt sich aber auch, das triple-negative Mammakarzinom ist nicht eine Einheit. Es gibt hier nochmal Subgruppen, zum Beispiel die Mutationsträgerinnen für BRCA1 und BRCA2. Wir hatten ja heute schon mal über die ADAPT-Studie gesprochen, eine große, sehr heterogene Studie. Und aus diesem Bereich gab es heute Nachmittag zu dieser ADAPT-Studie auch Daten zum triple-negativen Brustkrebs. Bitte schön. Man könnte fast meinen, die Deutschen hätten den Kongress dominiert, auch wieder eine deutsche Studie. Aber es liegt einfach auch daran, dass die deutsche Studienlandschaft in der neoadjuvanten Situation sicherlich weltweit führend ist und wir hier die meisten guten Studienkonzepte haben. Und die ADAPT als Umbrella-Studie, die viele unterschiedliche Subtypen versorgt, hat einen für das triple-negative Mammakarzinom. Und hier wurden Patientinnen behandelt entweder mit Nab-Paclitaxel plus Carboplatin oder Nab-Paclitaxel plus Gemcitabin. Beide natürlich etwas experimentelle Studien, aber wir haben letztes Jahr schon anhand der Gepa-Septo-Studie gesehen, dass das Nab-Paclitaxel besonders effektiv ist bei Patienten mit einem triple-negativen Mammakarzinom. Sodass hier als sogenanntes Backbone, als Basis, das Nab-Paclitaxel schon mal spannend ist. Und dann wurde ein Kombinationspartner hinzugenommen. Wie gesagt, entweder Carboplatin oder Gemcitabin. Und hier zeigte sich, dass durch die
Carboplatin-Kombination die pathologische Komplettremissionsrate deutlich höher war als mit dem Gemcitabin. Also fast eine Verdopplung fand hier statt. Und es zeigte sich, dass die Kombination Nab-Paclitaxel plus Carboplatin auch bei fast 50%, bei fast jeder zweiten Patientin zu einer Komplettremission führte. Nebenbei zeigte sich auch, dass diese Therapie sehr gut durchführbar war. 90% führten die Therapie zu Ende und brachen sie nicht wegen Nebenwirkungen ab. Und das war im Arm mit Gemcitabin niedriger. Da gab es deutlich mehr Abbrecher aufgrund von Nebenwirkungen. Also das wäre meine Frage gewesen, wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Hm. Also nebenwirkungsärmer, dadurch eben weniger Abbrüche und ja auch bessere Qualität des Lebens. Mhm. Es ist natürlich, der Arm war nebenwirkungsärmer als der mit Gemcitabin. Generell ist es natürlich keine, also man kann jetzt nicht sagen, eine komplett nebenwirkungsarme Therapie. Selbstverständlich hat sie Nebenwirkungen, wobei wir ja auch im neoadjuvanten Bereich sind. Unser Ziel ist die Heilung der Patientin und hier nimmt man manchmal mehr Toxizitäten, Nebenwirkungen in Kauf als zum Beispiel in der metastasierten Situation, wo die Lebensqualität mehr im Vordergrund steht. Wir wollen heilen. Das heißt, ganz nebenwirkungsarm ist es nicht, aber insgesamt zeigt sich gut durchführbar. Wenn über 90% der Patientinnen die Therapie komplett durchführen, ist es ein Zeichen dafür, dass sie halt managebar ist, dass die Patientinnen das aushalten. Wie wichtig sehen Sie da das Gespräch zwischen Arzt und Patientin? Das sehe ich nicht nur da, sondern immer als Allerwichtigstes. Es ist klar, beim Triple-Negativen sind viele Fragestellungen offen. Was ist die beste Therapie? Es sind zum Teil Off-Label-Therapien, die wir hier in Betracht ziehen. Sowohl das Nab-Paclitaxel als auch das Carboplatin sind nicht zugelassen. Erfordert eine ausführliche Aufklärung über Vor- und Nachteile, weil wir hier nicht in einem Zulassungs sind. Und das Zweite natürlich so Fragestellung Mutation. Sollte man nach einer BRCA-Mutation schauen? Das ist natürlich auch besonders relevant, weil das kann ja nicht nur die Therapie beeinflussen, sondern rein theoretisch beeinflusst ist auch die Familie. Wenn ich bei einer Patientin eine Mutation nachweise, kann die auch in der Familie liegen. Das heißt, ich brauche sehr lange intensive Gespräche und muss der Patientin über alle möglichen Auswirkungen sowohl der Diagnostik als auch der Therapie eine ausführliche Informationsgrundlage geben. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Lux. Sehr gerne, sehr gerne.